Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Janine Borschel, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute möchte ich euch ein richtig gutes Tool für das Balleimertraining beim Topspin vorstellen. Tischtennishelden, conquer the table. Das Video für mich heute ist ein besonderes, weil das ist eigentlich ein Projekt, was ich schon vor anderthalb Jahren begonnen habe. Und ganz am Anfang, in den ersten Monaten, wo ich den Kanal gestartet habe, habe ich mich schon damit beschäftigt, wie kann ich vielleicht eigene Trainingsgeräte, Trainingsmittel, Trainingshilfen entwickeln für den Tischtennissport, weil ich habe natürlich sehr viel Erfahrung auch im Einzeltraining und behelfe mir natürlich auch immer mit irgendwelchen Utensilien, die man nutzen kann. Aber ich hatte da so richtig Bock drauf, da nochmal ein eigenes oder eigene Produkte auf den Markt zu bringen, ja. Und dann hat sich halt sehr viel überschlagen und es ist alles immer in den Hintergrund gerückt. Und deswegen haben wir es jetzt auch nie rausgebracht. Aber worum geht's genau? Und zwar, der häufigste Fehler beim Topspin, gerade beim Vorhand-Topspin, ist meiner Meinung nach natürlich die Stellung zum Ball, der Abstand zum Ball, aber einfach von der Bewegung her, die man falsch macht, ist, dass man zu viel nach oben zieht. Also gerade bei Amateuren sieht man das, dass die nicht Schnur nach vorne hier ziehen, auf einer Ebene, dass sie den Schläger zu haben und dann zum Netz ziehen, sondern dass die sehr viel hier aufmachen. Das Ganze funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, weil man kann natürlich hier, wenn man langsam hochgeht, kann man schon einen Topspin spielen, aber es ist natürlich nicht der optimale Topspin, weil der Ball trifft natürlich auf die harte Fläche und ist jetzt nicht dünn getroffen. Und wenn man mal ein bisschen besser werden will und mehr Tempo in den Ball reinbringen will, mehr Spin, dann geht es halt nur mit einem geschlossenen Schläger und dann die Bewegung nach vorne. Ich finde es immer ganz faszinierend, wenn man sich die Profis anguckt. Die ziehen wirklich jeden Ball von hinten nach vorne. Da gibt es wenig Bälle. Vielleicht, wenn man ganz viel Unterschnitt von einem Abwehr drin ist, dass die wirklich ein bisschen von unten nach oben ziehen, als extrem bei denen. Das brauchen wir jetzt in den unteren Klassen natürlich nicht, aber da soll schon die Richtung nach vorne sein. Und ich habe halt überlegt, wie kann ich das Ganze machen und habe da auch schon mal bei einem anderen Trainer was gesehen. Und zwar hat der einen Schaumstoffblock genutzt beim Balleimertraining. Und zwar hat dieser Schaumstoffblock die Funktion, dass der Ball dadurch etwas flacher abspringt. Der ist natürlich höher, der Block, als die Tischplatte und springt dann aber flacher ab. Und es ist ganz faszinierend, egal mit wem ich das gemacht habe, es funktioniert, dieses System. Und habe dann lange auch herumgeforscht, habe mir ganz, ganz viele Modelle besorgt, teilweise auch schicken lassen, um die richtige Höhe rauszufinden und um die richtige Härte rauszufinden, also wie der Ball dort auch eintaucht, und hatte dann jetzt eigentlich die ganze Zeit über, mindestens ein Jahr jetzt, also vor anderthalb Jahren habe ich gestartet damit, ein Jahr habe ich jetzt in den Schränken 10 solcher Blöcke gehabt. Wir wollten es immer in den Shop reintun und jetzt ist der Zulieferer, der kommt hier nämlich genau aus Bonn auch, ist nicht mehr dieses Geschäft. Das war so ein Bettenlager oder Betten und Matratzen, und der hatte halt Kontakte zu so einem Schaumstoffhersteller, und davon hatte ich halt ganz viele Proben bekommen. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, sollst du daraus jetzt noch ein riesen Produkt machen? Kommt auch ein bisschen komisch, wenn man daran Geld verdient an einem Schaumstoffblock. Und deswegen will ich das jetzt einfach nur hier in diesem Video vorstellen. Und ihr könnt 9 von diesen Blöcken haben. Einen möchte ich gerne selber behalten, weil es einfach ein super Trainingsgerät ist. Und ich kann diese zum Selbstkostenpreis von 10 Euro inklusive Versand, also Versandzahl ist mit inklusive, verkaufen. Also wenn ihr so einen Block haben wollt, es sind nur 9 Stück da, 10 Euro, schreibt mir einfach eine E-Mail an info@tt-helden.de, dann die ersten 9 können den gerne dann bestellen und dann schicke ich euch den zu, weil es wäre einfach zu schade, wenn das immer im Regal rumliegt. Dafür ist es einfach zu durchdacht gewesen und zu viel Energie reingeflossen. Also das System habe ich euch erklärt. Es ist einfach Ziel, dass der Ball etwas flacher abspringt, ihr dadurch gezwungener seid, mehr nach vorne zu ziehen. Und egal, ob ich es mit Kindern gemacht habe oder mit Erwachsenen, die dieses Phänomen hatten, dass sie nach oben gezogen haben,
Es hat von der ersten Minute an geklappt. Es ist eine Eingewöhnungsphase, 3, 4 Bälle und dann zieht man automatisch mehr nach vorne. Wenn man dann den Block wegnimmt, ist es wie von Geisterhand. Die Leute ziehen richtig nach vorne. Also es ist richtig geil und das mit dem Stück Schaumstoff hat mir also super weitergeholfen und nutze ich auch in meinem Training. Und jetzt werde ich das mal ein bisschen zeigen hier in dem Video, wie das Ganze funktioniert, auch mal den Unterschied von dem Absprungverhalten und werde auch selber ein paar Bälle ziehen. So, wir werden jetzt erstmal ein paar Bälle machen ohne den Block, weil damit man einen guten Vergleich sieht. Ich werde mich wundern, dass hier ist ein anderer Schläger. Für die, die immer meine Schläger beobachten, gibt es ja ganz viele. Erstmal will ich versuchen, die falsche Technik zu zeigen, so wie ich es häufig wahrnehme bei Spielern. Also es geht, ihr könnt den Ball auch ein bisschen Spin verleihen, aber halt es gibt eine Grenze, wenn ihr da eine Steigerung haben wollt. Das heißt, wenn ihr mehr Tempo oder mehr Spin reingeben wollt, dann müsst ihr ein bisschen mehr machen und dann fliegen die Bälle meistens drüber. Kann ich jetzt auch mal zeigen. Also dadurch bekommt ihr einfach einen Ball, der sehr, sehr weit und sehr hoch fliegt und dann müsst ihr eigentlich den Schläger schließen und mehr nach vorne gehen. Ich versuche es noch ein paar Bälle richtig zu machen. Also die Bälle gehen schon richtig flach nach vorne. Und dadurch könnt ihr halt richtig Power reingeben und ihr trefft den Ball trotzdem noch dünn. Jetzt das Ganze mit dem Block. Da wird jetzt mein Bruder Spaß haben, den immer zu treffen. Weil es natürlich auch für ihn eine Herausforderung. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich die ersten Bälle auch treffe, weil meistens ist es so, dass die Spieler die ersten paar Bälle überhaupt nicht treffen, weil sie über den Ball herschlagen, weil er halt so flach oder flacher als sonst unter einem abrutscht quasi. Also er fliegt ja flacher und deswegen schlägt man meistens mit Schläger drüber. Was automatisch dadurch auch passiert ist, dass ihr euren Schlagansatz von einer etwas tieferen Position automatisch höher nehmt. Und das ist der Grundstein, um auch nach vorne gehen zu können. Es macht natürlich keinen Sinn, auf dem Überschnittball unten am Knie auszuholen und dann wollen wir dann vielleicht noch so flach werden. Ne? Es passiert nämlich dann immer, wenn wir tief starten, dass wir dann auch stark oder steil steigen. Deswegen ist das hier gut, weil dadurch, dass er so flach wegfliegt, nehmen wir den Schläger höher und wir haben dadurch schon die natürliche Ebene, nach vorne zu gehen. Den Block habe ich in meinem Training hauptsächlich immer beim Vorhand-Topspin geübt. Es ist natürlich auch durchaus denkbar, dass wir den beim Rückhand-Topspin anwenden. Nur da ist meine Erfahrung, dass eigentlich das Problem des zu starken nach oben Gehens gar nicht so gravierend ist bei der Rückhand wie bei der Vorhand. Bei der Vorhand ist dieses Problem viel verbreiteter und ausgeprägter. Wir können es aber jetzt hier auch mal machen. Habe ich selber noch nie gespielt mit der Rückhand. Für denjenigen, der vielleicht zu viel hier nach oben eiert, dass er da gezwungen ist, auch flach drüber zu gehen. Gucken, ob du den triffst.
Vintage da flacher weg und man ist auch hier gezwungen, eine schöne Haltung anzunehmen, den Schläger nicht dann ganz unten fallen zu lassen, Schläger geschlossen vor allem und dann flach über den Ball. Auch da neigen natürlich viele dazu zum Drücken oder hochzugehen, aber es ist halt nicht so verbreitet wie bei der Vorhand. Wie gesagt, ich wollte euch dieses Trainingsgerät mal vorstellen. Wir hatten immer den Gedanken, es rauszubringen, aber jetzt, da wir jetzt erst einen neuen Zulieferer finden müssten, habe ich mir jetzt gedacht, komm, bring es raus, verschenkt die Dinger zum Selbstkostenpreis. Also wie gesagt, Mail an info@tthelden.de schreiben, 10 Euro inklusive Versand. Der Blog hat 5 Euro gekostet und 5 Euro Versand. Also nur 9 Stück da, meldet euch. Und wenn ihr keinen bekommt, dann kauft euch einfach ein Stück Schaumstoff. Achtet so ein bisschen darauf, auf die Höhe und dass er nicht zu weich ist. Und testet da ein bisschen herum, wenn ihr selber einen suchen wollt. Ist wirklich ein super Trainingsgerät für einen ganz, ganz prägnanten Fehler beim Topspin, den es im Tischtennis gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns noch einen Daumen hoch nach oben, abonniert unseren Kanal und haut's weg. Ciao, ciao.